Und wie es für mich weitergeht, weiß ich noch nicht. Ja. Keine Ahnung. Auf alle Fälle ADAC, ein Hoch auf dich. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt erstmal weitergeht. Mein Name ist Jens und das ist mein kleiner Lader. Herzlich willkommen zu My Next Level Adventures. Der kleine Lader Wim und ich sind gerade unterwegs auf dem Landweg von Armenien nach Deutschland. Wir genießen unseren Roadtrip und das Beste daran ist, die Reise hat gerade erst begonnen. Lass uns gemeinsam die folgenden Länder wie Armenien, Georgien und die dann noch auf der Reiseroute liegen, erkunden. Abonnier den Kanal oder folge uns im Internet. Let's start the Next Level Adventures. Ich sag's euch, heute ist ein Tag. Da sagt jemand, die letzte Etappe bis Frankfurt ist ein Kinderspiel. Ja, ist es eben nicht, denn ich stehe hier in Irschenberg an der Raststätte. Hinter mir McDonald's, da kann ich wenigstens was zu essen. Das Lustige an der Sache ist, man sieht es hoffentlich, FC Bayern Fanstore. Kann ich noch shoppen gehen, wenn ich möchte. Und ja, was ist passiert? Also ihr habt das ja mitgekriegt, ich habe vorhin ja schon mal aus dem Auto raus erzählt, harter Tag fürs Auto und auch für den Fahrer. Was soll ich sagen? Ich bin kaputt. Ich habe mich jetzt bis Irschenberg gerettet, immer mit der Angst, der Motor geht aus, die Lenkung lässt sich auch kaum noch lenken. Also es ist super anstrengend und schwer, überhaupt die Spur zu halten. Ich habe den ADAC angerufen, glücklicherweise und mit. Ja, schon gedacht, vorher habe ich vor meiner Reise ADAC Plus Mitgliedschaft abgeschlossen. Und ich habe eigentlich gedacht, ich muss sie nicht nutzen. Und eigentlich Ziel der ganzen Aktion ist, also das mit der Spurstange oder was es da auch immer sein mag, ich weiß es nicht. Für mich ist es super gefährlich, glaube ich. Und ist ja nicht nur ich, sondern auch die anderen Verkehrsteilnehmer, wenn wirklich was passiert. Mein Wunsch wäre, sie schleppen ihn jetzt ab bis nach Hause. Dann ist zwar das Ziel nicht ganz erreicht, aber ich bin über 4000 Kilometer jetzt gefahren. Und es hat ja eigentlich alles super geklappt. Ich bin bis Deutschland gekommen und die letzten 500 Kilometer hätte ich ja auch noch geschafft. Aber was soll ich sagen? Es ist jetzt, wie es ist. Ich kann es auch nicht ändern. Und ein besseres Gefühl hätte ich natürlich, wenn sie ihn jetzt abschleppen würden, das Auto. Und einfach, ich komme heim, gesund und munter, das Auto kommt gesund und munter heim, ich kann es reparieren. Und wer es mag, wenn ich zugelassen habe und deutsche Papiere, kann das gerne kaufen. Also fahren tut's, nur so Pässe macht er nicht gerne mit, aber das ist ja eigentlich nicht so das Problem. Ja, wie gesagt, hoffentlich klappt das. 2 Stunden dauert es, bis der ADAC kommt. Ich bin mal gespannt, wie es ausgeht, was der ADAC sagt und ob er meinen Wunsch, das Abschleppen einsieht und das in die Wege leitet. Ich richte mich mal auf alle Fälle ein, selbst wenn er das nicht macht, werde ich hier übernachten, entweder im Auto oder ich baue das Zelt auf. Sag mal, dahinter ist eine schöne Wiese. Ja, wir haben Sommer, es soll nicht regnen, also it's an adventure. Ich bin nicht mehr.
Rüdiger? Hallo? Hallo? Ja, genau. Also das ist so, das ist ein alter Lader und ich kann die Spur nicht mehr halten. Das heißt, wenn ich auf der Autobahn fahre, dann zerreißt es mir dauernd links und rechts. Da ist so viel Spiel drin. Das ist jetzt aber extrem geworden. Eigentlich seit heute. Und ja, und ich traue mich eigentlich gar nicht mehr weiter zu fahren. Also es ist halt ein Baujahr. Ja, ganz ehrlich, ich weiß ja jetzt nicht, die das so machen würden. Mir wäre es natürlich am liebsten, wenn es nach Hause kommt. Und da kann ich es dann in Ruhe reparieren. Und mein Bruder, der ist Kfz-Meister. Und weil es ist halt in Frankfurt am Main. Also seien Sie mir nicht böse, es ist halt, also ich bin jetzt sehr weit damit gefahren, über 4000 Kilometer und plötzlich ist es und ja, es ist halt, ich habe halt Angst, ne? Ich meine, es ist ja nicht nur, ich meine, der Sachschaden ist mir eigentlich erstmal zweitrangig, aber Personen. Es wäre schön, ja, und am liebsten wäre es mir halt abzuschleppen, ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß. Das wäre lieb. Ich bin hier. Ja, ich laufe nicht weg. Dankeschön für den Anruf. Ja, tschüss. Ja, das war jetzt der ADAC. Das ist ja auch gut, wenn man das so mitbekommt. Ich koche mir jetzt, sie schicken jetzt einen gelben Engel und ich hoffe, dass der gelbe Engel dann auch wirklich so ein Engel ist und mein Auto, mein Wim nach Hause schickt mit einem Abschleppwagen. Na, das wäre schon super. Was macht meine Nudeln? Hm? Noch nicht ganz al dente? Wenn sie werden. Nee, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob da ein Auto stand. Aber ganz ehrlich gesagt, ich glaube, da stand keiner. Ja, aber ich habe auch keinen gesehen, der da jetzt geparkt hat. Also mir ist nichts aufgefallen und ich stehe jetzt schon über eine halbe Stunde. Das ist ärgerlich sowas, wenn jemand. Ja, das kommt noch hinzu. Bei so einem schönen Auto. Ja, ist ein Filmwagen, aber kommst du ärgerlich. Ciao. Ja, stand einer mit seinem schicken BMW. Richtig schick, aber man meint, dass jemand die Tür so drangehauen hat an seine Tür, dass eine Delle jetzt drin ist. Und ich habe nichts gesehen, dass da jemand da war. Ein bisschen mehr Salz da sein können. Aber okay. Lassen wir es noch ein bisschen ziehen und dann ist gut. Meine Nudeln.
machen. Sehr gut, fertig. Gibt es da noch etwas Nachschlag da? Ja, und jetzt würde ich gerne mal in den Kommentaren hören oder lesen vielmehr, was ist besser, McDonald's, KFC, Bayern München oder meine Pasta? Also ich vote mal für meine Pasta. Und der Ketchup aus Yerevan, der ist echt gut. Jetzt würde nur noch das Weißbier fehlen, nur für Bayern. Ist das nicht herrlich? Diese Ruhe, dieses Nicht-Autofahren. Im Moment der schönste, ja, der schönste Moment des ganzen Tages ist es gerade. Ja, mein gelber Engel ist da und auf alle Fälle haben wir irgendeine Schraube gefunden, die ab ist irgendwie am Lenkgetriebe oder sonst irgendwas. Wo die genau herkommt, haben wir keine Ahnung. Er wird abgeschleppt. Also er wird so in 2 Wochen irgendwann mit einem großen Transporter in Frankfurt ankommen. Und wie es für mich weitergeht, weiß ich noch nicht, ob ich einen Mietwagen kriege mit dem Zug oder. Keine Ahnung. Auf alle Fälle ADAC, ein Hoch auf dich. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt erstmal weitergeht. Jetzt kommt ein kleiner Abschleppwagen. Der bringt mich mit dem Auto zu irgendeinem großen Sammelpunkt, wo dann so ein Trapo ankommt und den dann mitnimmt. Und ich werde jetzt erstmal meine ganzen Sachen ausräumen, zusammensuchen und alles hinten im Kofferraum verstauen, was vorne drin ist. Was wichtig ist, nehme ich wieder mit. Und werde mich dann ein bisschen totschlacken. Ja, kleiner Zwischenbericht. Der Abend ist noch jung, es geht weiter. Ich komme nach Haus und Wim kommt ein bisschen später nach Haus. Ja, wenn schon der McDonald's da ist und ich da nichts essen wollte, weil meine Nudeln waren eh besser. Aber eins kann ich nicht machen. Eis. Deswegen gibt es jetzt noch eine kleine Eiszeit. Ich warte jetzt, bis der Abschleppwagen kommt. So wie ich verstanden habe, bringt der den Wim bis zu irgendeinem Sammelladeplatz. Mich setzt er hoffentlich irgendwo ab oder in der Nähe soll ein Hotel sein. Der ADAC übernimmt das bis zu 85 Euro ohne Frühstück und leider auch ohne Minibar.
Morgen geht es dann mit dem Zug nach München und von München nach Frankfurt. Also alles recht entspannt für mich. Aber ja, so soll es auch sein. Irgendwann muss die Entspannung eintreten und das ist jetzt mit dem Eis. Und jetzt warten wir noch auf den Abschleppwagen. Mein Abschleppwagen ist gekommen da hinten. Da sieht man ihn schon. Ja, jetzt geht's weiter. Einmal Abschleppwagen und dann ins Hotel. Die ist eigentlich ist sie gut. Ich würde ihn anhängen. Ja, ja, die sehen wir sowieso, habe ich jetzt gleich umhängen. Ja, mache ich. Man kann ihn unten an dieser Stange da. Man kann ihn, ach, hast schon angehängt. Ah, okay, alles klar. Ich mache noch die Scheibe hoch, falls es anfängt zu regnen. Führerschein, Personalausweis, ADAC-Karte und den Fahrzeugschein. Ja. Dann machst du mir nochmal Kopien, ja, dann macht ihr das alles dabei fertig. Ja, dann fahre ich das so, genau. Claudia? Ja, was ist ein LKW dich? Zitat Kunde, der Kollege ist gerade auf einer Panne, der kommt dann und gibt euch einen Leihwagen. Ja, genau. Sag mal, das ist der Fahrzeugschein. Das ist der Fahrzeugschein, okay. Das ist der, und wenn ihr Kaufvertrag oder so noch haben möchtet, muss ich holen. Ja. YouTube-Channel. Ich bin ein Deutscher, ja. Ja. Weiß man nicht. Ich bin, nein. Also, ich bin ein echter Deutscher, ich komme aus Hessen. Ui. Du darfst dich schon reinsetzen. Achso, ich darf mich schon reinsetzen. Hesse. Nee, fröhliche Hessen gibt's überall. Das sieht ja wohl von Rhein gekommen. Aber lebst du in Armenien, oder? Nein, in Frankfurt. Warum armenisches Kennzeichen? Weil ich den da gekauft habe. Ach, und jetzt fährst du gerade wieder hin? Nee, ich komme von dort. Ich komme aus Armenien direkt. Jetzt? Ja. Ich komme direkt aus Armenien. Ist alles ab. Weiter geht ja gar nicht. Und dann kommt. Ach so, ja, stimmt. Ja. Er sagt ja, dass ich die Kupplung drücken muss.
München angekommen und ich habe noch ein Hotelzimmer bekommen im europäischen Hof. Das war jetzt gar nicht so einfach, denn es ist gerade Intersolar und die Intersolar muss wohl eine riesen Messe sein. Ja, bin ins erste Hotel einfach mal rein, also bei Booking.com und allen anderen Anbietern war alles ausgebucht, gab es gar nichts. Ab 1000 Euro die Nacht, das ist ja wirklich zu viel für mich. Da bin ich ins erste Hotel, die hatten aber nichts frei, da habe ich mir mal gefragt, was wird es denn kosten? 650 Euro. Dann bin ich ein Hotel weitergelaufen, direkt am Bahnhof. Und das ist der europäische Hof, bin ich rein und habe ich gefragt und er sagte, ja, wir hätten dann noch so einen ganz kleinen Raum, und zwar diesen hier. Er hat auch keine Dusche und kein WC. 85 Euro mit Frühstück. Also Bingo. Gebucht. Also ich habe wenigstens eine sichere Unterkunft jetzt direkt in München am Bahnhof. Frühstück gibt es ab 6.30 Uhr. Das heißt, früh raus. Sehe nicht mehr viel Zeit bis dahin. Und ja, dann wird gefrühstückt. Dann geht es am Bahnhof. Und am Bahnhof Ticket nach Frankfurt. Dann bin ich 4 Stunden, ja, vielleicht 5 Stunden später zu Hause. Ja, ich freue mich schon auf zu Hause, muss ich ganz ehrlich sagen, auf meinen Garten, den Grill, ein Fläschchen wieder mit meinem Vater und ja, auch die Kids von meinem Bruder freue ich mich bestimmt. Am Wochenende werde ich die sehen, ist ja nicht mehr lang hin. Also ja, heimkommen ist auch was Schönes. Also jetzt war zumindest der letzte Tag und die Tour von Ancona nach Frankfurt, dachte ich, wird richtig langweilig, aber ja, wie man sieht, es kann auch anders gehen. Der Tag hat mich mitgenommen. So, jetzt ist Schluss und ich sage gute Nacht und wir sehen uns. Guten Morgen aus München. Ja, die letzte Etappe nach Frankfurt geht ohne Wim, ohne meinem Lader. Der kommt in 3 bis 4 Wochen nach mit dem Autotransporter. Es war einfach, ich würde sagen, zu gefährlich mit der Lenkung jetzt noch so zu fahren. Ja, was soll's. Es ist, wie es ist. Ich gehe jetzt die letzte Etappe mit dem Zug an. Von München nach Frankfurt, 8.20 Uhr geht's los, 12.04 Uhr bin ich zu Hause. Ich hätte auch einen Mietwagen haben können, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, mal mit dem Zug zu fahren, einfach mich fahren zu lassen. Das ist auch was Schönes, einfach nur rauszugucken aus dem Fenster, nichts zu machen. Vielleicht mache ich ein bisschen Videobearbeitung, ich kann es noch nicht so genau sagen. Aber das ist das, vielleicht mal, was so schön am Reisen ist, wenn man auch mal anders unterwegs ist. Ja, mir tut's leid für Wim, natürlich auch für mich, dass die letzte Etappe eigentlich nicht funktioniert hat. Jetzt sind wir so weit gekommen, über 4000 Kilometer und über 2000 Kilometer Schiff. Was soll ich sagen? Ein bisschen traurig bin ich schon, aber die Welt geht nicht unter. Also, jetzt geht's los, auf nach Frankfurt. Ich bin in Frankfurt angekommen. Jetzt geht es noch mit der S-Bahn schnell nach Hause. Und dann werde ich mich in den Garten, in die Sonne legen. Das Wetter ist prima. Ja, mein Auto wird hoffentlich nachkommen. Und das war die
Geschichte ja, von oder der Roadtrip, der endet mit der Deutschen Bahn von Armenien nach Deutschland. Also, ich fand es toll, dass ihr dabei wart und würde mich freuen, wenn euch das Chaos-Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und abonniert einfach den Kanal. Es gibt bestimmt demnächst wieder was Neues zu sehen. Also, bis die Tage. Was erwartet dich in der Folge 23? Deutschland habe ich erreicht, aber leider bin ich nicht bis zu meinem Ziel nach Frankfurt gekommen. Wim kam genau 2 Wochen später in Frankfurt mit einem Autotransporter bei meinem Bruder in der Firma an. Ab diesem Zeitpunkt stand der Lader in der Werkstatt und wartete auf seine Reparatur und dass er deutsche Fahrzeugpapiere bekommt. Alles zur Zulassung in Frankfurt am Main erfährst du in der nächsten Folge, welche auch der Abschluss der YouTube-Serie ist. Dir hat das Video und die Serie gefallen? Dann freu dich auf das nächste Abenteuer. Lass ein Like da und klick auf Abonnieren. Das ist völlig kostenlos und es hilft mir weiter.